Ja, herzlich willkommen zu einem Let's Test. Das ist Slender Elementary zur Story. Ja, wir spielen, also es ist wie Slender, nur dass wir jetzt in einer Schule sind. Und ja, statt 8 Pages müssen wir 8 Teddybären einsammeln. Und ja, das. Wo ist denn die Brause jetzt? Achso, ja. Ja, ich habe hier Licht aus. Für die düstere Atmosphäre. Was? Wie? Alter, ich hab nur was getrunken. What the fuck, ey? Oh. Ja, das kann ja lustig werden. Ich meine, ich bin noch nicht so, ich bin nicht so zu erschrecken, nicht so sehr wie... Alter, was geht? Wo geht's denn hier hin? Ist das hier? Oh, Schränke. Mit sehr realistischen Schlössern. Man kann es doch laufen oder so. Ach so läuft er. Ach so, gut. Ein Herz bubbert. Hm. Der ist von Ikea, das sieht man. Und der Schreibtisch auch. So. Was steht denn da? Das ist alles in Englisch hier, ne? S. G. Pickup. Pickup. Machen die Schleichwerbung hier oder was? Kellogg's steht da unten auch noch. Naja. Noch habe ich keine Angst, noch mache ich meine Scherzchen. Alter, die Decke, ne? Alter, hier müsste Vera in Zwenen mal her. Fäkalien! So. Ja. Ja, es ist ein Test, es wird glaube ich eine Stunde gehen oder so. Ich weiß noch nicht, wie lang es geht. Wo muss ich denn hin? Fenster, Fenster, Fenster. Oh, hier ist ein Fenster. Das ist ja cool. Wow, sehr realistische Fenster. Das sind Bäume, die vorm... Sehr realistische Bäume, die vom Fenster... ja. Das ist... Baum.png, glaube ich. So sieht das nämlich aus. Ah ne, er sieht aus wie rausgekiet. Er sieht aus wie rausgekiet. Der sieht wirklich aus wie rausgekiet, aber gut. Lassen wir das. Rauskiet ist ja wie bei manchen Sachen. Mit dem Greenscreen. Oh, eine Klingel. Das Kreuz markiert die Stelle. Ist da eine Page? Ich muss doch Page sammeln, oder? War ich hier nicht schon? Die Tafel kenne ich doch. Oder ist mir das nicht aufgefallen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man hier auch unendlich laufen kann. Hier ist Blut. Oh Mann, na das kann ja gesund werden. Mach's mich mal ein bisschen näher. So. Alter. What the? What the fuck? What the fuck, Alter? Oh, oh nein, ey. Ich hab nicht eine Page gesammelt. Ach nee. Ich sollte ja Teddybären sammeln. Wieso? Oh, scheiße. Oh, Alter.
Alter. Alter, das will ich mal im Video sehen, ey. Alter, wie ich mich erschrocken hab, Alter. Ich glaube, das werde ich auch mal wiederholen. Also das Video, wo ich mich erschreckt habe, Alter. Und das in Slow-Mo. Alter. Oh. Weißt du, drehst du dich um und dann steht er vor einem. Das ist unfassbar, wie... Alter, wie ich mich erschreckt habe, ey, ganz ehrlich. Na, Z, ne? Alter. Also, ich mal rausschneiden, denn? Ja, willkommen zurück. Nochmal. Teddybären, ja. Wo sollen die denn sein, bitte? Das sind Schränke. Spiel ich eine Frau? Okay. Wo sollen denn die Teddybären sein, bitte? Ich renne hier unbehelligt rum. Das ist... Wo sollen die denn sein? Ich meine, hier wird es, denke ich mal, auch einen Punkt geben, wo die halt sind, aber ich wollte mich ja hier umgucken einfach. Das ist ein Labyrinth hier drin. Oh. Alter, mach doch so einen Scheiß nicht mit mir. Mach so einen Scheiß nicht mit mir, Alter. Schreck ich mich hier, ey. Dreht mal im Herz, Kasper, Mann. Alter. Ja, ist ja gut. Ich habe das Gefühl, ich renne hier nur im Kreis. Ist ein langer Flur. Alter. Ist schon gruselig, ne? Ich habe einen Teddybären gefunden. Oh oh. Jetzt geht's los, Leute. Was ist das denn? Eine Leiche. Alter, jetzt geht's ab. Ich hab ihn gesehen. Scheiße. Hier war ich schon. Scheiße. Oh oh. Langsam wäre ich echt angespannt. Warum spiele ich das? Ich mag das nicht spielen. Warum habe ich mir gerade das ausgesucht? Habe ich gelitten? Das noch. Oh, zweiter Teddy. Oh oh. Alter. Nee. Ih, das ist ein Mann, aufgespießt. Help? Ja, ich kann auch Hilfe gebrauchen. Da hinten ist was. Ist das der nächste Teddy? Ja. Geht ziemlich schnell, finde ich. Was war das?
Scheiße! Ich bin in der Falle! Ich komme hier nicht weg! Ich komme hier nicht weg, Leute! Ich komme hier nicht weg! Ich komme hier nicht weg! Scheiße! Der hat mich eingekesselt! Der hat mich eingekesselt! Ich komme hier nicht raus! Ich komme hier nirgends raus! Ich komme hier echt nicht raus! Hinter mir! Oh, what the fuck, Alter! Alter! Scheiße! Alter! Wo kann ich lang? Von hier komme ich. Ist da der Pausenhof? Ich geh mal raus. Der Pausenhof. Oh mein Gott, ey. Ich bin so angespannt gerade. Ich bin so angespannt, aber cooles... cooles Gebäude, wollte ich sagen. Alter. Ich bin richtig angespannt. Extrem angespannt. Der kommt mir hinterher, habe ich das Gefühl. Was ist das? Ein Bein. Ich habe ihn gesehen. Zumindest seinen Arm. Der verfolgt mich. Oh, nein! Nein! Ah, scheiße. Ich habe nur den Teddy gesehen. Ich wollte mich umdrehen. Und... Alter, das soll ich eine Stunde durchhalten? Ich zitter ja jetzt schon. Alter. Das wird krass. Daumen hoch für krasses letztes Test. 14 Minuten schon. Ich muss immer auf die Tastatur gucken, wegen WASD und so. Alter, ich zitter ohne Ende. Aber ich weiß, dass das nur ein Spiel ist. Aber ich bin hart gesotten, ne? Natürlich. Das... Boah, Alter. So, herzlich willkommen zurück. Alter, ich bin so... Ich will das nicht spielen. Das ist so gelitten, ey. Macht irgendwie doch Spaß. Auch wenn es gelitten ist. Da liegt ein Bein. Alter. Das ist echt gelitten hier. Die sind ja in so einem Räumen? Räumen? Oh oh. Jetzt ist es der Ernst, Leute. Jetzt sind's Ernst. Oh. Hör auf mit dem scheiß Licht, ey. Ich erschreck mich immer wieder. Ich will, dass ich spiele. Da hinten war noch... Aber hier auf der anderen Seite waren auch noch welche, ne? Zumindest da, wo der mich eingekesselt hat. Alter, das schafft auch so eine Atmosphäre, dass der so die Sound... Der Sound alleine schon. Das schafft so eine Atmo. Zählt das am ganzen Körper.
gesehen, ey. Das ist auch ein Spiel, wo man sich dezent mal einstuhlen kann, wenn man so überraschungsmomentmäßig hier rumläuft einfach. Der nächste Teddy. Ach, ich darf mich ja nicht so umdrehen, ne? Oh. Letztens hatten wir ja 3. Und waren kurz vorm 4. Ach, laufen werde ich erst nur, wenn ich den Assi sehe. Den Slenderman. Alter, ich kack mir gleich in die Hosen. Ich stuhl mich gleich ein hier. Alter, diese Räume, ne? Die verwirren ja auch noch gar nicht. Ich geh mal raus. Alter, ey. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Aber es klingt wie eine erwachsene Frau. Warum? Ich meine, der Slender, der jagt doch nur Kinder. Selten Erwachsene. So habe ich das wenigstens, so hab ich das zumindest gehört. Alter, diese Atmo, ne? Alter. Ich will das nicht spielen. Gibt's hier einen Teddy? Nee, gibt's nicht. Oh mein Gott. Wieso, da war da kein Teddy? Da war doch sonst... Beim ersten Mal war doch da einer, oder nicht? Wer ist hier einer? Alter, ich bin so angespannt gerade. Da, Teddy. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Alles easy. Alter, die Mucke, ne? Da dreht man förmlich durch. Das ist auch blind, wenn ich das nicht schon erwähnt habe. Das ist eine... Ach, der Raum, der so gelitten war. Alter, wenn der mich hier kriegt, weil es ist ein langer Raum. Und jetzt haben wir schon mal 4. Nein! Nein, nein, scheiße! Ich hab gesagt, wenn der mich hier kriegt, ne, dann bin ich am Arsch. Weil das ist so ein langer Gang einfach. Alter. Das ist so ein langer Gang. Der muss mich da doch kriegen. Alter. Ja, eine Stunde werde ich das hier nicht machen. Eine Stunde halte ich dann nicht durch. Oder? Ich weiß es nicht. 4 haben wir ja schon mal. Vielleicht kriegen wir 5. Ich weiß es nicht. Danach, nach dem Spiel brauche ich erstmal eine Pause, ganz ehrlich. Alter! Oh, Alter. Meine Fresse. Entschuldigung. Willkommen zurück. Das mussten wir jedenfalls rausschneiden. Los geht's. Laufen kann ich auch schon wieder. Ich gehe mal... Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Oh mein Gott. Hier, das habe ich gerade... Das stammt aus meiner Hose. Die werde ich auch mal wechseln müssen nach dem letzten Test.
Let's Play wird's ja hier nicht, also. Der ist der Teddy. Na! Alter! Mach doch so einen Scheiß nicht mit mir! Krinal Merz Kasper. Aber ich denke da auch immer nicht dran. Man denkt da nicht dran. Es ist behindert. Der zweite Teddy. Oh, die Anspannung steigt. Mit jedem Teddy mehr steigt auch die Anspannung. Puh. 4 haben wir ja wenigstens schon mal geschafft. Machen wir das erstmal. Weil das ist hier gelitten, weil der Gang ist so lang. Hier kann er so schnell mal auftauchen, das geht gar nicht. Ist gut. Weil hier bist du auch echt in der Sackgasse, weil nach diesem Raum, wenn du jetzt hier durch in einen Raum gehst, kommst du ja nirgends mehr durch. Da musst du ja durch diese Tür. Und wenn du hier vor der Tür steht, dann bist du am Arsch. Dann bist du am Sack gekniffen. Das ist noch ein Teddy. Man darf sich auch so gut wie gar nicht umsehen. Und dann muss ich hier noch umdrehen. Ich habe schon 4. Ich gehe mal durch. Gehen wir auf den Schulhof wieder. Und hier wird er definitiv sein, oder? Ich mag mich nicht umgucken. Ich will mich echt nicht umgucken, Leute. Weil wir haben 4. Wir haben eine Chance, 5 zu kriegen. Wenn ich 5 habe, werde ich das letzte Test hier auch beenden. Weil, Alter, meine Nerven. Meine Nerven sind so strapaziert einfach. Das geht gar nicht. Oh Mann. Ich hoffe, dass wir auch 5 Pages kriegen, weil... dass der nicht lange auf sich warten lässt, der Kollege. Aber ganz so einfach wird das hier nicht. Wo sind denn die Teddys, Alter? Zumindest die Räume, wo die Teddys sind. Ich hole gleich einen Teddy aus dem Schlafzimmer, Alter. Sind wir hier wieder? Wenn der vor mir steht, Alter, dann drehe ich durch. Hier müsste ja einer sein, oder? Nee. Das ist gefährlich. Weil dieser Raum, der ist so gefährlich. Weil wenn der hier steht, hier kommst du nämlich nicht weg, wenn der hier irgendwo steht. Soll denn noch einer sein? Das ist echt strange hier alles. I will find you. Ja. Hä? Da. 5. Teddy. Jetzt ist es gefährlich.
Nein! Uns fehlen noch 3 Teddys, Alter. Aber selbst wenn wir erst 5 kriegen, oder nur 5 kriegen, ist das in Ordnung. Da könnte ich mit leben. Alter, die Mucke, ne? Alter, das ging gar nicht. Ist hier noch irgendwas? 6. Teddy! YOLO! Sechs Teddys, Alter. Alter, die Mucke, ne? Die geht mal überhaupt nicht. Ich geh mal wieder rüber. Da ist auch was, ne? Ja! Jo! Läuft bei euch! What the f... Nein! Ah, scheiße! Alter, wir haben fast alle Teddys gesammelt! Daumen hoch! Aber ich... Oh, Alter, ich... Ich muss mir erstmal die Kacke aus der Hose wischen gehen, ey. Alter, man ist so angespannt bei dem, bei so einem Spiel. Das ist unfassbar. Von jetzt macht das auch Schall... Oh, ich muss mir erstmal... Oh, ich muss jetzt hier bitte mal... Vor allem schafft das auch so eine Atmosphäre, das Spiel. Das ist unfassbar. Aber wir haben 7 von 8 Teddybären eingesammelt. Das ist sehr gut. Das, ja, bei... Also das Blind ist eigentlich, ja, eine gute... ich sage mal, ja, es ist... Eine gute Zwischenbilanz, würde ich mal sagen. Weil, Alter, das ist echt krank. Das ist schon krank, das Spiel. Ich zitter immer noch. Sieht man das? Also, das ist... Ja. Ja, aber das ist immer so bei mir, wenn ich so richtig dolle Horror-Games zocke, dann... Dann habe ich schon mal mit dem Zittern zu tun. Gerade bei der Atmo hier auch. Alles dunkel. Ja, im Endeffekt finde ich für das erste... Na gut, ich habe schon mal ein Spiel gemacht. Das war ja One at Night, aber... Ja... Muss man jetzt nicht als Horrorgame ansehen. Und nein, ich werde euch jetzt nicht rauchen. Ja, 7 von 8 Page, das genügt mir auch. Also ich werde dann auch gleich beenden. Und, oh, Alter, ich... Puh. Ja, mir einen neuen Schreibtischstuhl kaufen, weil der eigentlich... Der Schreibtischstuhl ist vollgestuhlt. Ja. Ja, gut, das war das letzte Test. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen gruseligen Daumen nach oben. Und könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so gefunden habt. Also ich fand das sehr, ja, gruselmäßig, fand ich es ganz gut. Habe auch ein paar Schreckmomente gehabt. Gerade bei der Scheißlampe, die immer kaputt gegangen ist. Na gut, beim ersten Slender da habe ich auch schon halb ein Herz Kasper gekriegt, aber... Gut. Ja. Abonnieren könnt ihr mich auch, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis dahin. Sehen wir uns im nächsten Video. Oder hören. Je nachdem, ob ich eine Facecam mache oder nicht. Würde ich erstmal sagen, bis dann, Leute. Lasst euch nicht von Slenderman erwischen.